Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 2. Was geht zum Eisbruder Cup? Cooper Cup? Ja. Das ist die gleiche Strecke, ne? Geil, dann können wir doch noch hier beim Eisbruder Cup die heute Mission machen, eine Runde weiter für die Erststrecke vom Eisbruder Cup. Auf 150 CCM selbstverständlich und damit let's go. Oh, freu mich mega. Dass wir auch diese Mission lösen können. Das folgende Glück. Vielleicht sage ich sogar den Cup nochmal. Das ist kein Wasser, fällt mir jetzt. Also, vielleicht werde ich sogar den allerersten Cup nochmal auf den Zweiten hochladen, wie ich da das alles mache. Und jetzt gibt es wieder ein paar Lags, Alter. Nein, Digga. Digga. Gibt's keine Lags. Okay, die Lags haben sich wohl wieder ein bisschen gelegt. Ich habe nur ein einziges noch ein bisschen eingestellt, was hier aufkommt. Und ich habe nochmal gemacht, dass wir ein bisschen höheren Sound haben. Um 1 habe ich den Sound aufgehört. Was? Wir haben es da auch nicht mehr gemacht. Aber jetzt hat er sich gerade zerstört. Komm, stört es doch. Schade. Okay, aber irgendwie wird die Strecke voll anders sein. Ja, Parizan! Lass mir die Ingames versteckt. Warum die ist noch da, ey? Ja, ich sehe gar keine Karte mehr. Wann gibt's hier einen? Ist nicht stark. Fand ich nicht mehr da. Aber nein, ja. Hier war trotzdem 7730 Punkte gekackt. Naja, läuft. Okay. 10 Rubine, Alter. Gut, dass ich jetzt mit Rubinen hier voll gespammt werde. Freut mich mega. Und einfach Iron Man als Me. Ach, jetzt ist er wieder. Okay, jetzt hat er nur ganz kurz gelaufen. Was ist das? Wolkenwagen! Geil, ein Kart. Warte, gibt es Wandelsee 1R? Wir haben leider kein perfektes Traktor. Dann müssen wir mal hier. Und mit dem Wolkenwagen. Und den Garten. Was Fahrer angeht, sind wir ziemlich gut dabei, aber mit Fahrzeuge und Leiter ja nicht so. Aber wir haben einfach so viele Rubine. Und so. So geil. Ich hoffe, die Rubine werden uns nicht ausgehen. Wirklich nach jeder Folge eine Rose zünden. Also ich hätte Bock auf ein Tier. Sollen die Rubine nicht ausgehen? Oder wir zocken Münzrausch.
beides ungern. Ja, das ist so der Schaf. So gehört es halt natürlich. Ein ordentliches Mario Kart mit Verarsche. Mario Kart Super Circuit wird ja auch noch demnächst kommen. Jetzt setze ich nicht sofort danach oder so. Naja, klar, also jetzt Mario Kart Tour Part 7 spielen. Jetzt nicht 30 Spiele so, sondern ein paar Touren. Und dann ist es geschafft. Du machst das ab, dann bringst du dir am 4.350 bitte. Lol. Okay. Ich brauche nur 4.600 Punkte. Das ist ja voll wenig. Das ist ja an sich voll wenig Punkte. Oder ich war einfach zu gut. Kokos Promenade R. Boah, wir haben 70 Rubine. So geil. Okay, wir können weiter nur ein Item haben. Das auf dem Wolkenwagen. Let's go! Wir haben einfach noch nicht Missionen freigeschaltet. Was? War das gerade Burger? Burgerfahrzeug? Kooperation mit McDonald's oder Burger King. Ein Spaß, können ja ein Burger oder Pommes irgendwie reinmachen wollen. Niemand kriegt ja die Rechte für Burger, Pommes, Pizza. Kann ja jeder machen, wie er will. Außer so explizite Sachen, ne? Die natürlich. Firma, zum Beispiel auch die Nintendo Video Games. Sind das von einer Firma und die können jederzeit Hacks und alles wegplayen. Genial machen. Und natürlich macht es auch Nintendo. Das ist fein, ne? Aber wenn halt gar nichts von Nintendo kommt, muss man ja Hacks spielen. Langsam. Ist ja so. Naja. Und es läuft auch viel flüssiger als im letzten Mal. Ja, genau, jetzt hat's geleckt, was ich gesagt habe. Ja, alles klar. Aber trotzdem ist es wirklich viel flüssiger. Also, die Einzelnen haben es wirklich gezeigt gemacht. Ihr habt jetzt zwar schlecht den Ton und so alles, als ihr uns ein Video spielt. Aber ist, come on, das ist doch besser, als wenn ich das Ganze im Lag. Ja, die hört sich nicht gegen. Ist vielleicht. Von daher ist es lieber. Das ist mir viel lieber. 4.751 Punkte. Freut mich. Mir sieht sogar noch alles ein bisschen zu verschwommen aus. Vielleicht wisst ihr, was ich damit meine. Die Charaktere sehen für mich auf dem Logo so verschwommen aus. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach die Grafik ein bisschen zu runtergestellt habe. Weiter gibt es Zeitfahren. Ich muss jetzt halt so viele Parts voraufnehmen. Einfach nur, weil die Tour-Song demnächst auch endet. Man muss jetzt auch so viel vornehmen. Damit mehrere Parts an einem Tag an nur einen einzigen Tag rauskommt. Okay, Zeitfahren. Da drin war ich eigentlich nicht gut. Klar, da habe ich immer die Test gerne bekommen. So, wenn man gut fährt, dann ist es easy. Und als ich beide Pilze einsetze.
Ich war nicht so los. Sollte ich schon einmal oder so runterfallen, dann könnte ich direkt begraben. Eigentlich wollte ich einen Pilz stein, das war aber nicht gut. Dann baue ich mir ein glücklicher Pilz. Kann das machen. Schade, jetzt habe ich die Sprungchance nicht mitgenommen. Aber ich habe kein Problem. Zweite Runde. Ich habe jetzt überlegt, soll ich? Nee, lass mal. Das ist ein anderer Weg. Nicht mehr gut. Boah, das hat so ekelhaft aus. Okay, jetzt fängt es langsam an zu lecken. Wieder. Aber ich hält sich noch in Grenzen. Ich werfe mein Schanze nicht mitgenommen. Schanze. Warum ist das schwer für mich auszusprechen? Keine Ahnung. Und damit sind wir fertig mit 1 Minute 55. Ich glaube, fast 2 Minuten reicht gerne. Entweder das oder wir haben es nicht geschafft. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, dass ich in 2 Minuten es geschafft habe. Alles klar, wir hatten noch ganz wenig Zeit, hatten wir noch übrig. Easy. Zeitfahren sind die generell ziemlich großzügig. Was ich auch verstehen kann. Loot. Ich hab schon gedacht, das Spiel ist jetzt schon wieder abgebrochen. Aber na, plötzlich. Und hier kriegen wir Donkey Kong. Und noch ein bisschen Geld und so. 500 Münzen, Donkey Kong mit der Mega Banane und Mario mit 2 Bonbons. Weitere coole Charaktere. Jetzt muss ich überlegen. Was wird jetzt nochmal? Ah ja, stimmt. Die Röhre zünden natürlich. Bevor der Part endet, immer die Röhre zünden. Ich weiß, ich könnte auch 2 Cups in einem Part machen, aber ja, danke. Presseröhre wird natürlich einmal hier gezündet, weil man da einfach mehr Highlights raus, mehr Linie raus kann. Das sagen, ladet es wahrscheinlich für eine goldene, komm! Ich sehe gerade gar nicht. Ah, ich glaube, Toad ist damit Level 2. Respekt. Ich will noch eine Röhre zünden. Das kann ich hier nicht so stehen lassen. Ich will jetzt irgendein Eis-Charakter. Aber es lag übelst. Komm, let's go. Jetzt zieh ich ihn mir an. Nein. Aber Baby Days mit der Luftblase. Das hat es auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Im Rang des Shops haben die, glaube ich, auch noch nicht nachgeschaut. Lemmy, diese Karre da, und legendäre legendären Gleiter. Der schleicht dazu. Dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter hier in Mario Kart Tour. Bis dann und tschüss, euer Spiky King.